Google reagiert auf alte Lieblingsvideos? What? Ziehen wir uns rein. Mein Hauptkanal war eigentlich anderer. Mein Hauptkanal hieß Unschwer. Mein ganz alter Hauptkanal. Da sieht man aber keine Videos mehr drauf. Ich habe alle Videos auf privat gestellt. Aber man sieht alle Videos, die ich geliked habe. Das ist auch mal interessant. Was für Videos habe ich damals geliked? Mein ganz alten Kanal. Da habe ich Videos von Tunnel geliked. 150 Fakten. Boah, Alter, wie lange das her ist. Da habe ich ein Video von Bullshit TV geliked. So ein Zufall, oder? Ich habe vor 6 Jahren ein Video von Bullshit TV geschaut. Und irgendwann wollte mich dann einer von denen boxen. Oh, ich habe das YouTube Rewind 2012 geliked. Aber da muss man sagen, das YouTube Rewind 2012, das war damals noch gut. Ja. Also damals war das YouTube Rewind noch gut. Heutzutage wird das YouTube Rewind ja einfach nur noch gehatet, aber früher, guck mal, früher war das YouTube Rewind noch beliebt, da wurde es noch nicht gehatet, da war es auch noch ein gutes Rewind. Hier, Supreme X, Leute, jetzt pass mal auf, für die Leute, die nicht wissen, wer Supreme X ist, Leute. Das war ein Grafikdesigner damals, der hat mir meine Thumbnails so gemacht, der hat hier so ein Speedart gemacht. Jetzt pass auf, für die Leute, die nicht wissen, wer Supreme X ist, pass mal auf, Leute. Hat damals halt so Grafikdesign-Kram gemacht. Sobald ich weiß, ist das doch Justin, der jetzt Fashion-Dinge macht. Ja, und der heißt Justin. Und er hat irgendwann einen Gaming-Kanal gehabt, noch einen Gaming-Kanal und mittlerweile macht er einen Modekanal. Und mittlerweile heißt der einfach Justin und hat einen fast 300.000 Abonnenten großen Mode, also einen Mode-Lifestyle-Kanal. Und das ist er heute, ja. Also früher noch Grafikdesigner gewesen, heute macht er so Fashion-Lifestyle-Videos. Pixelwolf, ja. Auch lustige Zeit damals. Ich kannte doch seinen allerersten Kanal und so, war auf jeden Fall auch nice. Da habe ich mir damals ein Video geliked von Mr. Trashpack. Oh mein Gott, richtig geil. Was gibt's hier noch so? Was gibt's hier noch für Perlen, die so überraschend sind? Was gibt's hier noch so? Früher hat ein Like noch richtig geholfen. Also früher hat man als YouTuber nicht nur geliked, weil es einem gefallen hat, sondern früher hast du wirklich ein Video geliked, um jemanden zu unterstützen. Weil früher, wenn du geliked hast, da haben deine Zuschauer gesehen, Unge oder Unschwer hat das und das geliked. Und deswegen hat man früher auch Videos zum Beispiel von seinen Freunden geliked. Das war früher so ein Like-Cross-Promo, damit... Ja, aber das kann man auch immer noch machen, das kann man einstellen. Diese Videos den anderen auch wieder gezeigt werden, ja, quasi. Das Video habe ich geliked, was ist das für ein Video? Willst du noch eine Rede halten? Hallo, bist du da? Das kann ich mir gleich geben, ich ziehe mich da gleich sofort raus. Warte, ich filme das Wasser, warte. Eis hier überall. Ja, egal, überall rein. In der Mitte am besten, da. Ja. Ich will schon mal gucken, nicht, dass das zu hart ist. Nicht drauf. Ja. Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Sis Chill. Aua, ich wusste schon, was passiert. Oh mein Arsch. Guck mal, es geht gar nicht runter. Er ist einfach auf dieses Eis gesprungen, ist einfach zu dick gewesen. Aua. Klassiker. Was gibt's hier noch so schön? So wie hier noch so Star Wars Call Me Maybe. Oh, das war auch ein cooles Video. Das war auch ein richtig cooles Video. Das war das Call Me Maybe Lied, aber aus Star Wars Videos zusammengeschnitten, habe ich auch gefeiert. Auf jeden Fall, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Das gab es schon damals scheinbar und das war damals noch richtig besonders. Also, es ist ziemlich viel Arbeit. Hey, I just met you. And this is crazy. Here's my number. So, maybe. Fand ich auch sehr cool. Oh, das hier fand ich auch geil, das Video von Hagisch, Alter. Ich hab nur so eine Scheiße geliked. Ich kauf Season, danke. Ich kauf Alkohol, danke, dass ich liebe. Danke für das Wochenende. Danke. Jeden Tag. Danke. Morgens, abends, Samstag, Sonntag, Mittag. Danke. Er ist einfach nur asozial und geil. Also, so. Oh, hier hab ich ein ganz altes Video von Kelly Mrs. Vlog geliked. Intro des Lebens, oh mein Gott, Alter. Hey, meine Freunde, ihr wisst ja, zurzeit sammle ich ganz fleißig viele Intros für Kelly, kommentiert Kommentare und ich habe schon einige. Mir ist auch gefallen, also er hat auch Katie Cake geliked, oft, das ist seine Ex gewesen. Ich glaube, die nimmt er jetzt bewusst nicht ins Video. Seine jetzige Freundin schneidet, sobald ich weiß, sogar seine Videos, lieber nicht. Vorschläge bekommen. Oh mein Gott, krass. Hier habe ich ein ganz altes Video von Cold Mirror geliked. Japanisch-Lampen Folge 1. Japanisch-Lampen damals, ey, Alter. Ja, also, ich gucke schon lange YouTube, wie ihr seht. Auf jeden Fall auch. Oh, ich habe ein ganz altes Video von Commander Krieger geliked. Deine Karriere auf YouTube.
wie wird man auf YouTube gesehen von Leuten und so, Karrierefragen und so. Und das war. Und jetzt kennt den fast keiner mehr. Fand ich interessant. Weil 40 Minuten lang hat er so erzählt, wie man auf YouTube sich so eine Karriere aufbauen kann. Oh mein Gott, ist das das Ruhr-Reggae-Video, wo ich auch drin vorkomme? Oh mein Gott, warte mal kurz. Oh mein Gott, das ist ein Video, da komme ich auch drin vor, aber es ist so eine schlechte Qualität, das ist leider nur 240p. Warum ist es nur in 240p hochgeladen? Egal. Nee, komme ich hier drin vor? Doch, da! Oh mein Gott, guck mal, da stehe ich in der ersten Reihe und dance übelst ab, Alter. Ich hab das Video geliked, weil ich selber drin vorkomme. Oh mein Gott, Alter. Hier, es hat übel geregnet, so mit so Müllsäcken, dass man halt nicht nass wird und so. Oh mein Gott, Alter. Da habe ich noch ganz kurze Dreadlocks gehabt. Das war doch ganz am Anfang, Alter. Das ist schon lange her, ne? Das ist von 24.07.2011. Ja, so soll ich 24.07.2011 aus. Aber leider. Oh, Internet. Kackt ab. Aber es wurde bis hierhin geladen, oder nicht? Warum kackt das denn jetzt ab? Noch habe ich Internet. Mann! Laden die Kommentare? Ja. Ja, sau lustig. Was geht noch so hier? Da habe ich mir ein ganz altes Video hier von, das heißt der Martin Fischer, früher hieß der noch Klavinova, angeguckt. Ja. Hat Pizza, auch richtig geiles Oldschool-Video. Dieses Video soll keinerlei Werbung für Pizza Hut sein. Ich war noch nie bei Pizza Hut, sie haben mich für dieses Video nicht bezahlt. Den kennt man also heutzutage auch noch viel. Auf der Welt gibt's die verschiedensten Geschmäcker. Das ist auch geil. Ich hab immer noch, wenn ich irgendwo einen Pizza Hut sehe, fange ich immer an, dieses Lied zu singen. Auch letztens, als wir im Flughafen waren, da war ein Pizza Hut, habe ich direkt das Lied gesungen. Aber keiner kennt das. Dann denken die immer, ich habe mir selber ausgedacht, aber habe ich nicht. Ich will nur mal sehen, ob Pizza Hut noch Pizza Hut. Denn bei Pizza Hut werd ich vom kleinsten Spritzer Pizza satt. Ja, auf jeden Fall auch geil gewesen damals. Jetzt kommen die richtigen Oldschool-Videos. Und das war das allererste Video, was ich jemals auf diesem Kanal geliked habe, auf dem Unschwer-Kanal. Bruder von Luda von White Titty. Oh mein Gott, direkt hier zwei Videos gehören zu den ältesten Videos, die ich geliked habe. Und diese beiden Videos sind einfach nur legendär. Einmal das hier ist ein Super Smash Bros. Melee-Video. Ist einfach nur absolute Legende. Das muss eigentlich jeder Smash-Spieler kennen. Das gehört zum allgemeinen Wissen, wenn man Smash spielt, dazu. Das ist einfach nur Ehre. Wombo Combo, Happy Feet, Wombo Combo, Oh, mega. Das finde ich so schön, habe ich so oft angeguckt. Das finde ich so schön, das Video. Kranker Typ. Wenn ich in dem Alter noch so krass drauf bin, egal in welchem Bereich, muss jetzt nicht Klavierspielen sein, aber da habe ich den größten Respekt vor, Alter. Einfach nur krass, wirklich Respekt. Geht raus, einfach nur absoluter Ehrenmann und geil. Oh, da bin ich auch nochmal drin. 2010, da bin ich auch nochmal drin. Da in dem Video komme ich auch nochmal vor. Ich sag sogar was. Oh mein Gott, das ist das älteste Video, was man von mir im Internet sehen kann. Und habe ganz, ganz frische Dreadlocks. So sahen meine Dreadlocks wirklich ganz, ganz am Anfang aus, als die ganz frisch gemacht waren. Ich komme jetzt gleich in dem Video vor. So mein erstes Video, wo ich in YouTube zu sehen war, vor so vielen Leuten, Alter. Ich dachte so, oh mein Gott, Alter, ich hab's geschafft. Ich bin in einem YouTube-Video drin, Alter. Everywhere. Jetzt, Leute. Ja, einfach nur geil. Das bin ich. Oh mein Gott, Alter. Guckt euch diese Dreadlocks an. Die waren einfach zu dem Zeitpunkt gerade so entstanden. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch kein YouTube gemacht. Das war vor meinem YouTube-Kanal. Einfach nur geil. Es regnet noch nicht und es ist einfach geil hier. Boah, die Leute sind geil. Boah, alles ist geil. Das war's. Meine Aussage zum Festival, Alter. Ey, mein Gott, wenn ich mich so sehe, Alter. Es ist einfach geil hier. Boah, die Leute sind geil. Boah, alles ist geil. Geil, oder, Leute? Das war unser kleiner Ausflug in die Vergangenheit, Leute. Ich hoffe, es hat... Wenn ihr mehr von diesen Reactions sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Cringe und Tschüss.